Wenn ihr neu in Smite seid, dann werdet ihr erstmal überströmt mit so vielen Göttern und ihr wisst gar nicht, wo ihr anfangen sollt. Deswegen gibt's hier ein paar Beispiele zu den anfängerfreundlichen Göttern in den verschiedenen Rollen. Zu den ADCs gehört auf jeden Fall Apollo, zu den Anfängergöttern. Sein Kit ist sehr leicht zu verstehen. Seine 1 schießt mit seiner Harfe nach vorne und macht Damage. Seine 2 stunt die Gegner. Mit seiner 3 könnt ihr nach vorne dashen. Und seid ihr in einer brenzlichen Situation und müsst irgendwie schnell wegkommen, dann habt ihr seine Ultimate. Und ihr könnt einfach in die Luft fliegen und so lange in der Luft bleiben, bis euch euer Mana ausgeht. Das heißt, stirbt ihr gerade oder seid kurz vorm Sterben, werdet gegankt von mehreren Leuten, ultet einfach weg, ultet zurück in die Base oder ihr wollt zurück auf eure Rain, ultet von der Base in die Lane. Welcher Gott noch einfach zu spielen ist, ist auf jeden Fall Neve. Mit eurer 1 schießt ihr mit eurem Pfeil nach vorne und routet die Gegner. Mit eurem Dash, wie ihr gerade gesehen habt, könnt ihr einen Backflip nach hinten machen. Mit eurer 2 könnt ihr euch von Minions healen, von Göttern healen, die vor euch sind. Und zum Schluss die Ultimate. Das ist eine sehr schöne Ulti. Mit der könnt ihr durch die ganze Map einen Pfeil schießen und von den gegnerischen Göttern einen treffen, den ihr wollt. Und hin und wieder mal den Kill securen. Bei den Assassins solltet ihr mal Arachne ausprobieren. Mit ihrer 1 heilt ihr euch, wenn ihr Minions oder Götter trefft, für 3 Sekunden lang. Mit eurer 2 kriegt ihr Angriffsgeschwindigkeit und wenn ihr den gegnerischen Gott 3-mal trefft, dann wird er auch gestunt. Mit eurer 3 erschafft ihr kleine Spinnen vor euch und wenn ihr einen gegnerischen Gott damit trefft, dann werden diese auch geslowt. Zu guter Letzt habt ihr noch eure Ultimate. Das heißt, wenn ein Gegner irgendwie noch kommen will oder ihr aus einem Kampf rausgehen wollt, dann drückt einfach eure Ulti und ihr fängt an in der Luft zu laufen und keiner kann euch daran hindern, wegzulaufen. Oder wenn ihr wieder in den Kampf rein wollt, springt wieder rein. Der zweite Anfänger-Assassin heißt Fenrir. Mit seiner 1 springt ihr auf die Gegner und wenn eure Passive aufgefüllt ist, stunt ihr sie auch. Mit eurer 3 macht ihr einen Brutalize, das heißt ihr macht 4 Angriffe hintereinander und auch wenn sie euch weglaufen, geht Fenrir mit seiner 3 hinterher. Mit seiner 2 ist ein Lifesteal-Buff, das heißt eure Basic Attacks geben euch ein bisschen Lifesteal und mit eurer Ulti könnt ihr einen Gegner schnappen und es ihn zu euren Teammates holen oder in den Tower oder wohin auch immer ihr wollt. Bei den Anfänger-Support-Göttern darf man Ymir auf jeden Fall nicht vergessen. Mit eurer 3 werdet ihr die Gegner ständig freezen. Mit eurer 2 macht ihr Schaden und slowt die Gegner. Mit eurer 1 erschafft ihr eine Wall, das heißt ihr könnt denen den Weg versperren. Und eure Ultimate verlangsamt die Gegner und macht immens Schaden. Also ihr könnt eure Ultimate auf jeden Fall auch aufladen, ihr müsst sie nicht direkt aktivieren. Der zweite Anfänger-Support-Gott heißt Capri. Mit ihm könnt ihr wortwörtlich das Leben eurer Teammates retten. Mit seiner 1 packt Capri den Gegner und zieht ihn zu sich. Das könnt ihr sehr schön mit eurer 3 kombinieren, indem ihr den Gegner stunt und dann ihn mit eurer 1 zu sich zieht. Eure 2 schießt einen Strahl nach vorne und macht in einer gewissen Zeit bestimmt Schaden. Mit eurer Ulti könnt ihr so gesehen jetzt das Leben eures Teammates retten. Ihr ultet sie, wenn sie sterben, kommen sie zu euch mit 30% ihres Lebens zurück. Wenn ihr als Anfänger einen Mage ausprobieren wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall Ra ausprobieren. Wenn ihr Leute wegsnipen wollt, ist er einfach der beste Kandidat dafür und seine Skills sind sehr einfach zu treffen. Mit seiner 3 kann Ra einen Kreis um einen Bereich erschaffen, in dem er sich und seine Teammates heilen kann. Mit seiner 2 blendet Ra seine Gegner und mit seiner 1 schießt er einen Beamstrahl nach vorne. Und zu guter Letzt sehen wir hier einmal die Ultimate. Damit könnt ihr sehr schön die Leute wegsnipen. Kukulkan gehört wahrscheinlich zu den leichtesten Mages überhaupt. Mit seiner 3 erschafft ihr in einem bestimmten Bereich ein Tornado und wenn die Gegner reinlaufen, kriegen sie Damage. Und wenn sie rauslaufen, bleibt der Tornado noch ein bisschen an ihnen rein und macht immer noch Damage. Eure 2 gibt euch Bewegungsgeschwindigkeit. Eure 1 spuckt die Gegner an und verlangsamt sie und macht Schaden. Und zu guter Letzt eure Ultimate. Da kommt ein Riesendrache und fegt alles weg, was vor ihm ist. Und er macht Schaden. Sehr viel Schaden. Wenn ihr einen Warrior wollt, der sehr lange überleben kann und sehr leichte Skills hat, dann gehört auf jeden Fall Chuck dazu. Mit eurer 1 werft ihr einen
Hammer auf dem Boden und macht Schaden. Mit Order 2 könnt ihr euch zu eurem Hammer teleportieren und macht ebenfalls Schaden. Und mit Order 3 healt ihr euch eine gewisse Zeit lang und verlangsamt noch die Gegner, die in dem Bereich sind. Zu guter Letzt kommt die Ultimate. Ihr ladet euren Hammer auf, stampft auf den Boden, knock up die Gegner und macht Damage. Wenn ihr einen leichtspielbaren Warrior wollt, mit dem ihr überleben könnt, spielt auf jeden Fall zum Bekommen. Mit eurer 1 macht ihr den Gegnern vor euch Schaden. Mit eurer 2 dreht ihr euch mit dem Speer, macht Schaden und slowt die Gegner. Mit eurer 3 könnt ihr euch zum Beispiel in einen Panther verwandeln und dann den Gegner stunnen. Oder ihr verwandelt euch in einen Vogel und fliegt einfach weg. Oder ihr verwandelt euch in einen Bullen und stoßt die Gegner vor euch weg. Zu guter Letzt kommt wieder die Ultimate. Sun Wukong fliegt in die Luft, bleibt eine Zeit lang in der Luft und regeneriert sich mit seinem Leben. Und danach kann er wieder auf dem Boden landen und Damage machen. Das war's zu den Anfängergöttern, Leute. Natürlich gibt's auf jeden Fall noch andere Götter, die man als Anfänger spielen könnte, aber das waren ja jetzt nur Beispiele. Ich habe bewusst Götter ausgewählt, bei denen die Skills leichter zu treffen sind als bei anderen Göttern. Klar, bei Thor zum Beispiel ist die Ultimate vielleicht nicht so leicht zu treffen, aber mit ein bisschen Übung ist es nicht so schwer. Falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.